Es sind spannende Tage beim WSV. Am Samstag kommt Erzrivale Rot-Weiß Essen ins Zoostadion und wird wohl tausende Fans mitbringen. Und das ausgerechnet, wo sich das WSV-Team doch neu finden muss. Hans-Günther Bruns ist raus. Seit einer Woche hat sein Co-Trainer Jörg Jung das Sagen. Vorerst, heißt es. Herr Jung, haben Sie Hoffnung, Cheftrainer zu werden oder zu bleiben beim WSV? Wir haben genug damit zu tun, im Moment uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren. Das war letzte Woche sicherlich eine sehr aufregende Woche. Haben dann in der ganzen Woche den Fokus auf Sportfreunde Siegen gelegt. Und das Gleiche gilt auch in dieser Woche wieder. Also ich habe so viele Dinge mit der Mannschaft zu tun, dass ich mir über solche Sachen gar keine Gedanken mache. Was hat Ihr Vorgänger Hans-Günther Bruns eigentlich falsch gemacht? Also das steht mir ja gar nicht zu, das zu bewerten. Und ich werde sicherlich alles tun, um das hier nicht in der Öffentlichkeit zu kommentieren. Ich denke, das sind Dinge, die der Verein so entschieden hat. Letztlich ist es so, dass ich das bis zum letzten Tage mit Hans-Günter Bruns gemeinsam hier vertreten habe. Am Ende des Tages ist es so, dass man an Ergebnissen gemessen wird. Und die waren dann letztlich wahrscheinlich am Ende so, dass sie gegen die Tatsache gesprochen haben, dass der Cheftrainer dann in der Verantwortung ist. Bei 6 Spielen, die man unterm Strich dann nur 1 gewinnt, da muss man als Trainer heutzutage damit rechnen, dass so eine Situation entsteht. Und ja, der Hans-Günter Bruns ist da sehr professionell mit umgegangen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm damals gehabt und habe das auch heute noch. Und da steht mir also überhaupt nicht zu, das zu bewerten. Was machen Sie jetzt anders? Irgendwas muss ja aufzuarbeiten sein. Ja, wir haben ein paar Dinge wieder, ich habe das ja letzte Woche schon mal gesagt, zurückgefahren, 2, 3 Schritte zurück, so habe ich es genannt, um wieder einen großen Schritt nach vorne zu tun. Da gibt es dann Detailarbeit sicherlich, die jetzt gefragt war und die haben wir versucht im Laufe der letzten Woche anzusetzen. Der Fokus lag erstmal wieder auf dem Abwehrverbund und am Sonntag in Siegen ist uns das sehr gut gelungen. Und der nächste Schritt muss jetzt eigentlich der sein, aus diesem Abwehrverbund her wieder nach vorne Fußball zu spielen, richtig gut Fußball zu spielen, um dann auch wieder zu vielen Tormöglichkeiten zu kommen, um Tore zu erzielen. Christian Knappmann war ja im Gespräch lange Zeit, weil er eigentlich weg wollte vom WSV, ist jetzt doch noch dabei. Wie geht's mit ihm weiter? Ja, der hat hier einen Vertrag, also da gibt es im Grunde auch jetzt, heute Stand, gar keine Diskussion. Wir haben, glaube ich, auch keine Transfermöglichkeit im Moment. Es gibt kein Transferfenster, das öffnet im Januar wieder. Und bis dahin weiß ich nicht, welche Gedanken Spieler hegen. Aber Fakt ist doch einfach, der hat hier einen Vertrag, der spielt hier und das ändert sich auch heute oder morgen nicht. Ne? Am Samstag kommt Rot-Weiß Essen. Welche Bedeutung hat das Spiel denn für den WSV? Ja, das sind Derbys, die Spaß machen. Ich denke, den Zuschauern und auch den Spielern. Und wir als Verein wollen natürlich da nach Möglichkeit jetzt wieder richtig Boden unter die Füße bekommen. Und da kommt vielleicht so ein Spiel gerade richtig. Mit dem nötigen Selbstvertrauen des Spiels Siegen hoffen wir natürlich dann am Samstag gegen Rot-Weiß Essen auf 3 Punkte. Wenn Sie diese 3 Punkte bekommen, haben Sie dann auch wieder Hoffnung, irgendwo in der Spitze mitzuspielen? Geht es darum überhaupt noch? Ja, ich denke, im Grunde geht es jetzt erstmal darum, von Woche zu Woche zu denken. Einfach, wie ich das gerade schon gesagt habe, Boden unter die Füße zu bekommen. Der ist uns ein bisschen verloren gegangen in den letzten Wochen. Und deswegen macht es eigentlich im Moment überhaupt keinen Sinn, über die Tabelle zu diskutieren, sondern einfach darüber, wie wir Rot-Weiß Essen schlagen können. Das haben wir versucht oder werden das versuchen, im Laufe dieser Woche so aufzuarbeiten, dass das am Samstag realistisch werden kann. So, und dann kann man wieder weitersehen. Dann verändern sich die Dinge wieder neu. Fußball ist ein Tagesgeschäft. Auch andere spielen gegeneinander. Und ich denke, wir tun gut daran, im Moment erstmal immer nur ans nächste Spiel zu denken.